Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Interpretation des Legend of the Five Rings Regelwerks Emerald Empire, das Smaragd-Imperium. Heute mit dem zweiten Teil von Rituale und Routine. Die Bonge. Das gemeine Volk des Reiches. Haben viele Rituale und Bräuche, an denen sie mit einer Hingabe festhalten, die dem treuesten Löwentraditionalisten ebenbürtig ist. Der Grund dafür ist einfach. Sie leben in ständiger Gefahr. Bürgerliche sind mit allen Arten von Bedrohungen konfrontiert, einschließlich Krankheit, Erdbeben, Dürre, Überschwemmung, Feuer, Kälte, Banditen, Ronin, den Samurai des eigenen Herren, den Samurai eines anderen Herren, Geister, Nezumi-Befall und Kreaturen aus den Schattenlanden. Ihre Vorfahren haben Dinge auf eine bestimmte Art und Weise gemacht und überlebt. Um Nachkommen zu gebären, also machen sie die Dinge genauso, in der Hoffnung zu überleben und selbst Nachkommen zu haben. Es gibt einige Unterschiede in den Gebräuchen. Stadtbewohner neigen dazu, etwas offener für neue Ideen zu sein als Landbewohner, aber in der Regel sind alle Hemnin misstrauisch gegenüber neuen Ideen und jenen, die sie vertreten. Mitglieder der Bonge verehren ihre Vorfahren, aber ihre Motivationen unterscheiden sich von denen der Samurai. Sie glauben nicht, dass ihre Vorfahren ihnen helfen können, sie verehren sie einfach als Familienälteste. Für übernatürliche Hilfe beten sie stattdessen zu den Schicksalsgöttern, besonders zu den großen Sieben. Jedes Dorf hat mindestens einen kleinen Schrein für die Schicksalskami. Und das tägliche Leben wird mit Ritualen gefüllt, die den Geistern schmeicheln und so ihren guten Willen bringen sollen. Die Bonge bilden die mittlere Ebene der rokuganischen Gesellschaft und ihre Beziehungen zu den Samurai sind komplexer als die der Samurai zu den Eta oder anderen Personen der niederen Bevölkerungsschichten. Wenn ein Samurai in ein Dorf kommt, wird er normalerweise in die Dorfmitte treten und laut nach dem Vorsteher rufen. Dorfvorsteher oder jemand aus seiner Familie wird so schnell wie möglich kommen und den Samurai zu sich nach Hause einladen. Die Familie des Vorstehers hält einen guten Raum für den Besuch eines Samurai bereit. Und alle Gäste werden dorthin eingeladen und bekommen Speisen und Getränke angeboten. Der Vorsteher wird höflich fragen, was der Samurai möchte. Wenn der Samurai ein Vertreter des Herrn des Dorfes ist, wird der Dorfvorsteher allen Anfragen zustimmen, unabhängig davon, ob das Dorf sie tatsächlich erfüllen kann. Wenn der Samurai ein Ronin ist, wird der Dorfvorsteher versuchen, ihn von der Bitte abzubringen oder dem geringsten Minimum zuzustimmen, das erforderlich ist, um den Zorn des Ronin zu vermeiden. Wenn der Samurai einem anderen Herrn als dem Herrn des Dorfes dient, wird der Dorfvorsteher allen vernünftigen Anfragen zustimmen und sie dann im Steuerbuch des Dorfes notieren. Wenn die Magistrate im Herbst kommen, um Steuern anzutreiben, wird dieser Betrag gegen die Steuerschuld des Dorfes abgerechnet. Ein wandernder Mönch, der ein Dorf betritt, geht in der Regel zuerst zum örtlichen Schrein. Dort wird er Gebete halten und nachsehen, ob der Schrein gut gepflegt ist. Normalerweise wird ein Dorfbewohner ihn bald begrüßen und ihm Essen und einen Platz zum Schlafen anbieten. Mönche erzeugen weit weniger Angst in einem Dorf als Samurai. Und die Dorfbewohner stimmen im Allgemeinen allen vernünftigen Bitten des Mönches zu.
Im Gegenzug erwarten sie, dass der Mönch Segnungen oder Rituale durchführt, für die sie benötigen. Natürlich sind nicht alle Mönche ehrenhaft und fromm, und Dorfbewohner erzählen gern Geschichten von betrunkenen oder lüsternen Mönchen, die ihre verdiente Strafe durch ehrliche Bauern verpasst bekommen. Beispielgebete. Morgengebet an die Ahnen. Verehrte Vorfahren, wacht über eure Kinder Tag und Nacht. Verehrte Ahnen, nehmt dies als Gabe unserer Dankbarkeit. Ein tägliches Gebet zur Reinigung. All das böse Karma, das von mir erschaffen wurde durch meine Angst, Verlangen und Bedauern, geschaffen von meinem Körper und meinen Gedanken, gestehe ich offen und vollständig. Ein Gebet vor dem Essen. Reisbrei ist in 5 Möglichkeiten wirksam, um den Reisenden auf dem Weg zu helfen. Den guten Ergebnissen sind keine Grenzen gesetzt, die für immer Frieden bedeuten. Ein Gebet als Segen von Personen und Orten. Welche Geister auch immer hierher gekommen sind, ob sie zur Erde gehören, in der Luft leben, lass alle Geister glücklich sein und höre aufmerksam zu, was gesagt wird. Darum, o Geister, hört mich an. Zeigt Güte gegenüber den Menschen, die bei Tag und Nacht ihre Opfer bringen. Schützt sie mit eurer Stärke. Welchen Reichtum es hier oder in anderen Welten gibt, welch schönes Juwel auch immer in den Himmeln liegt, es ist sicher nicht dem Weg gleich. Das hervorragendste Juwel findet sich im Tao von Shinsei. Durch diese Wahrheit mag es Erleuchtung geben. Die Zerstörung der Angst, die Befreiung von der Leidenschaft, das Abschneiden von Bedauern. Der ausgezeichnete Frieden, den Shinsei erlangte, in diesem Weg nicht gleich. Das ausgezeichnete Juwel wird im Tao gefunden. Durch diese Wahrheit mag es Erleuchtung geben. Die Reinheit, die besten Lehrer loben, die Meditation, die sie ununterbrochen predigen, es gibt keine Meditation wie diese. Dieses ausgezeichnete Juwel wird im Tao gefunden. Durch diese Wahrheit mag es Erleuchtung geben. Haushaltsrituale. Der Frauenritus für Nadeln. Am 27. Tag des Monats des Hundes werden alle Frauen eines Haushalts vor dem Regal niederknien, das den Familienschrein enthält. Die für den Haushalt zuständige Frau stellt einen Block Tofu auf das Regal und steckt nacheinander alle Nadeln hinein, die im letzten Jahr durch Gebrauch verbogen oder gebrochen sind. Nachdem diese Aufgabe abgeschlossen ist, bietet sie allen Nadeln, die sich im Dienste des Haushalts geopfert haben, ein Dankgebet an. Das Neujahrsglücksritual. Am letzten Tag des Jahres wird eine Handvoll Sojabohnen in jedem Raum des Hauses herumgeworfen, dann zusammengefegt und aus dem Fenster geworfen. Es wird angenommen, dass dies all das verbliebene Glück des alten Jahres aufnimmt und das Haus im neuen Jahr auf viel Glück vorbereitet. Aus dem Kissenbuch von Doji Barahime. Ich wurde zum Tsuma-Turnier eingeladen, das von Lady Katsuko unterstützt wurde, um das Ende der Sommerhitze zu feiern.
Während ich dort war, bekleidete mich einige der anderen Frauen, die für früheren Chrysanthemen im Garten der Dame zu betrachten. Wir waren noch nicht lange genug dort, um ein Haiku zu dichten, als Kakita Tamani um den Weidenbaum ging und bei den Kami: Warum passieren mir diese Dinge? Jeder wusste, was ich über ihr letztes Stück gesagt hatte. Ah, Doji-san, sagte sie und nickte mir zu, als ob ich ein Kind wäre. Wie findet dich die Sonne heute? Mir geht es gut, Kakita-san, antwortete ich und verbeugte mich fast so tief wie vor Lady Kazuko. Ich hielt die Verbeugung für einen Atemzug, bevor ich aufstand und sie anlächelte. Oh, sie funkelte mich an. Doji Barahime wurde als Höfling ausgebildet, aber ihre spitze Zunge und ihre Wesensart hielten sie davon ab, mehr als eine geringe politische Kraft zu werden. Stattdessen wurde sie als eine der führenden literarischen und künstlicheren Kritiker ihrer Zeit in Erinnerung bleiben. In jungen Jahren widmete sie kurz nach ihrer Heirat, entwickelte ihr Ehemann eine Vorliebe für Fugu-Sushi, die ihn schließlich umbrachte. Dann widmete sie ihre Zeit der Kunst. Barahimes Kritiken waren für ihre brillanten Einsichten, ihren Eleganz, ihre Stils und manchmal für ihre Wildheit bekannt. Schlechte Arbeit machte sie wütend und sie sorgte dafür, dass ihre Leser genau wussten, was sie von den Künstlern hielt, die nicht ihren Ansprüchen entsprachen. Die meisten ihrer Kritiken sammelte sie in ihren Kissenbüchern, zusammen mit den Geschichten und Beobachtungen ihres Lebens und einer Handvoll Gedichte. Einige davon wurden während ihres Lebens verbreitet. Aber die Mehrheit wurde erst nach ihrem Tod von ihrer Nichte Doji Yuki veröffentlicht. Barahime unterhielt eine lange andauernde Fehde mit dem Dramatiker Kakita Koshiro über die Gültigkeit von Kabuki als Kunstform. Kurz nach seinem Tod durch Krankheit im Jahr 956 zog sie sich in ein Kloster zurück. Der letzte Eintrag ihres Kissenbuches ist ein Gedicht, das datiert ist, als sie von Koshiros Tod erfuhr. Sogar brennende Kohlen können aufgefangen, erstickt und in einem Topf getragen werden. Warum kann ich nicht meine Liebe wiedersehen? Doji Barahime wird am letzten Tag des Eba-Monats von den Nachkommen von Doji Yuki auf aufstrebenden Dramatikern und von außergewöhnlich tapferen Künstlern geehrt. So viel für heute. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Die Feedback-Challenge gilt natürlich immer noch. Und wir schauen uns beim nächsten Mal.